Grundsätzlich mal ist es, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir unseren Hauptjob gemacht haben, das ist die Spielerbesprechung und die Spieler aufs Feld schicken, dass die Mannschaft gut vorbereitet ist. Und idealerweise wäre es, wenn du jede Woche den Lewandowski machen könntest, ja, der dann außen sitzt und oder Lobanowski. Lobanowski, nicht Lewandowski. Ja, das ist der andere, glaube ich. Weltklasse. Auf jeden Fall. Ja, ihr wisst, wen ich meine, den Russe. Ja, auf jeden Fall war der ja immer ganz locker dran gehockt auf der Bank und hat eigentlich gar keine Regung von sich gegeben. Und da hat man immer so gedacht, der ist tiefenentspannt, andere hatten andere Vermutungen. auf jeden Fall war in dem seine Mannschaft ja total erfolgreich ganz oft. Und wenn es dir gelingt, als Trainer dann so hinzusitzen und die Mannschaft funktioniert 100%, dann wäre das ja super. Aber jeder ist ja auch anders und oftmals musst du ja auch deine Emotionen und deine Empfindungen auch freien Lauf lassen am Spielfeldrand. Und klar ist eines, dass die Mannschaft schon ein Stück weit wahrnimmt, ob da draußen jetzt jemand rumturnt oder nicht, ob da jetzt ein bisschen was passiert oder nicht. Aber den Einfluss, den man dann während dem Spiel hat, der ist nicht allzu groß. Ja, du hast nicht so viele Möglichkeiten, mit den Spielern direkt zu sprechen, ihnen konkrete Hilfen dann zu geben, aufgrund schon von der Lautstärke im Stadion, von den ganzen Dingen, die drumherum passieren. Deswegen ein gutes Mittelmaß ist, glaube ich, ganz gut, wenn man das immer wieder finden kann.